Nee, das hier nicht, sondern hier drüben der PC. Ja, dass die hier nicht passt, ist mir bewusst. Ich glaube, dem habe ich unter anderem wegen dem schicken Gehäuse geholt, obwohl ich das mir auch sonst kaufen kann. Okay, wegen der Grafikkarte nicht unbedingt. Ich meine, die R9380 hat zwar 8 GB Grafikspeicher, aber ist trotzdem nicht deswegen eine gute Grafikkarte mehr. Aber auch keine schlechte. Also, ich würde sagen, schon immer noch gute Mittelklasse. Auf jeden Fall bei den Komponenten, die es hier bisher gibt. Ich glaube ja nicht, dass es alle Karten gibt, die momentan auf dem Markt sind. Zum Beispiel die neuen AMD-Karten zum Beispiel nicht. Gut, da waren jetzt noch ein paar andere praktische Sachen drin. Das Mainboard ist auch nicht schlecht. Was haben wir denn hier für ein PSU drin? Ein 54 Watt Netzteil ist dann schon so ein bisschen wenig, finde ich. Weil die R9380 zieht schon ziemlich, ziemlich viel Strom. Die ist alt und nicht so energieeffizient. Und gerade damals haben solche Oberklasse-Karten, wie die R9380 es damals war, unglaublich viel Strom gezogen. Und ich sehe, warum habe ich so viele RGB-Fans? Ah, ich glaube, die waren für diesen 6000 Dollar oder 6000 Euro PC, dessen Sachen dann auch endlich irgendwann mal ankommen müssten. Okay, hier kann ich aber sogar zuschrauben. Das ist ein besseres Gehäuse. Die Self-Verriegelung kann auch wieder dran. Ah ja, stimmt, ich muss noch das Netzteil rausnehmen. Ah, hier ist noch eine HDD drin. Ja gut, eine 500 GB Seagate, ja gut, die ist jetzt nicht so viel wert, aber schon zu haben. So. Ja, Mist. Das habe ich zu übereilt nochmal drauf gemacht. Der Staubfilter muss nämlich zuerst wieder dran. So, und die Seitenwand dann auch. Fehlende Teile, nein, echt. Dass das kein vollständiger PC ist, wäre mir ja kaum aufgefallen. So. Dann haben wir hier noch drei gebrauchte Sachen, die wir wie irgendwelche Gebraucht-PCs verwenden können. Und dann kommen ja auch bald die anderen Sachen. Für die zwei krassen PCs hier. Aber jetzt können wir erstmal hier ein paar andere PCs wieder konfigurieren. Und was sind denn für neue Teile verfügbar? TX650M. Also wenn ich raten müsste, würde ich sagen, das ist ein Netzteil. Aber tatsächlich habe ich von der TX-Serie noch nie was gehört. Netzteile. Ja, ist ein Netzteil. Das ist die TX-Serie. Die MX-Netzteile. Und die RM-Netzteile aber. Okay. Na gut. Dann hätten wir das. Hier haben wir die RM-Netzteile und eine 1080 von Aorus. Ein Gigabyte. Okay, wieder eBay-Angebote. Postbote. Oh. Ja gut, ich hatte vielleicht ein bisschen die Stromrechnung zahlen wir mal. Gut, dann werden wir jetzt erstmal ein paar weitere PCs konfigurieren. Werden wir einen 4800 Leistungswert PC hier 6850 und einen Overwatch-PC. Machen wir uns mal an die Arbeit. Heute werden wir erstmal ein paar PCs hier konfigurieren und danach zwei ziemlich krasse PCs zusammenbauen, die wir schon konfiguriert haben, vor zwei Parts sogar schon. Nur leider konnten die im letzten Part nicht zusammengebaut werden, weil wir hier nämlich keinen Platz mehr hatten. Der Postbote, die nicht herbringen konnte, die Gehäuse, das war
ein bisschen bitter, aber das können wir dann ja hoffentlich in diesem Part machen. Erstmal werde ich aber hier die PCs zusammenbauen. Fangen wir mal mit dem Overwatch-PC an. Hi, ich brauche einen neuen Computer. Haben Sie Zeit? Ich möchte auf jeden Fall Overwatch mit Mindestanforderungen eine ordentliche Bildrate erreichen. Könnten Sie das schnell zwischenschieben? Mir ist bewusst, dass Gebrauchteile günstiger sind. Dennoch hätte ich ganz gern neue. Können wir machen. So. Stimmt, ich sollte vielleicht auch mal schauen, was gerade so Angebote bei eBay gibt. Ja, Mottoni Heataway nehme ich immer. Ein günstiges Gehäuse. Habe ich auch nie was gegen. Ah, das ist eigentlich auch alles nicht schlecht. Gib mal her alles. Gut. Habe ich hier eigentlich irgendwelche leuchtenden Komponenten? Ja gut, die Razer-Komponenten halt. Und die hier ist nur... Ja, okay. Was passiert eigentlich, wenn ich Regenbogen da auswähle, obwohl das Teil ja gar nicht irgendwelche... Ah, das ist halt ein geschlossenes Gehäuse, beziehungsweise ein Gehäuse, in das ich nicht reinsehen kann von hier. Das ist blöd. Hm. Egal, aber hier bei den Komponenten kann ich erstmal sagen, dass die in Regenbogenfarben... Bitte langsam. So. Okay. Das ist irgendwie ein bisschen cooler. Stimmt, wir haben ja auch den Peripheriegeräteshop. Den muss ich mir auch mal anschauen. Und ja, das ist definitiv der krasseste Monitor. Was gibt's denn hier so? Okay. Mausmatten. Wow, da gibt es echt viele. Mäuse. Okay, da ist auch eine ganze Menge. Okay. Um ehrlich zu sein, wusste... Ja, okay, doch, ich kenne die Namen eigentlich alle, aber man bekommt das Gefühl, dass Razer gar nicht so viele Komponenten auf dem Markt hat, aber ich kenne die Namen alle. Die Ornata Chroma, die Black Widow, die Huntsman Elite. Okay. Ja, es sind schon eine ganze Menge Sachen. Okay, werden wir aber erstmal hier den PC zusammenbauen. Wir haben $3,250 als Budget. Was kriegen wir denn dafür? Und vor allem, was müssen wir dafür mindestens kriegen, damit Overwatch auf Mindestanforderungen läuft? Ja, okay, das ist ziemlich wenig. Nehmen wir das hier mal. 1070, 7700... 6 GB RAM, das kriegen wir durchaus hin. So, wir haben letztes Mal ja die 1080 von Aorus freigeschaltet. Die haben wir... Nee, ja, kann ich doch letztes Mal nicht erst freigeschaltet haben. Ich muss eine andere... Ich glaube, die hier habe ich freigeschaltet letztes Mal, weil die hier habe ich ja schon. Das ist die Extreme Edition und das hier ist die Nicht-Extreme Edition. Geht 180 Watt Stromaufnahme, geht auch 180 Watt Stromaufnahme, okay. Dann verstehe ich den Unterschied nicht ganz, aber ist schon okay. So. Mainboards, da hätte ich eigentlich auch gern was Neues. Irgendwas mit einem Intel-Chipsatz. So, noch ein ganz normales Standard-ATX-Board für $240. Ich würde ja gerne die hier irgendwie nehmen, aber das sind halt alles gebrauchte Gehäuse, die werden alle als Gebrauchtkomponente auch gesehen und ja, dann kriege ich keine gute Bewertung von der Person, weil die dann mad ist wieder. Ich würde ganz ehrlich eigentlich gern den hier mal reintun, weil ich will den einfach mal sehen, wie der läuft, aber er ist halt echt scheiße, also so richtig scheiße. Deswegen, das kann ich halt nicht machen. So, als CPU. Ein i7-7700K für $270. Als Kühlung würde ich am liebsten hier eine NZXT Kraken X72 nehmen, weil die halt echt stark ist. Aber die muss halt auch ins Gehäuse reinpassen.
Apropos Gehäuse, das würde ich gern als nächstes erledigen. Sekunde, wie groß ist die X72? 360 mm Radiator. Wow, 6 Jahre Garantie, das ist schon ziemlich viel. Jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir auch hier einen 360 mm Radiator irgendwo reinbekommen. Earwings 2. Ich glaube, wir brauchen mehr Leute, die das Spiel übersetzen ins Deutsche, weil die Übersetzungen bei den PC-Beschreibungen sind halt echt unglaublich schlimm. Also wenn ihr gerne Englisch auf Deutsch übersetzt, oder ich weiß nicht, ob die englische Version perfekt ist in der Übersetzung, weil ich glaube, die eigentliche Version ist Russisch, deswegen, aber ich denke schon, weil, ja, Englisch, für Englisch haben sie bestimmt jemanden gefunden, der das übersetzt hat. Deswegen, wenn ihr Spaß dran habt, Englisch auf Deutsch zu übersetzen, meldet euch doch gerne bei den Entwicklern. Ich denke, das dürfte kein Problem sein. Vielleicht kann man das auch irgendwie bei Steam sich anmelden als Übersetzer für das Spiel. Ich denke, dass die da nichts gegen haben. Ganz im Gegenteil. So, Grafikkarten. Ich schau mal, ob ich die zweimal reinbekomme. Ja, geht sogar. Dann muss ich natürlich jetzt hier schauen, kriege ich noch den RAM und die Festplatte dafür, die ich haben möchte. Die 380 hätte ich an sich gern, aber das ist halt schwierig. Habe ich sonst noch irgendwelche Sachen, die nicht gebraucht sind? Nee, nee. Also nichts, was ich nicht für einen anderen PC schon bestimmt habe. Hatte ich nicht irgendwelche RGB 8 GB Riegel noch? Nee, sieht nicht so aus. Nur die 16 GB RGB Sticks. Die Sache ist, wenn ich die halt zweimal rein tue, dann habe ich nicht mehr wirklich viel für... Ach, weißt was? Mach ich einfach. Tun wir die auch zweimal rein. Und dann haben wir noch $96 für... Eine SSD, da machen wir einfach eine 120 GB Corsair, 120 GB Corsair LE 200 mit 120 GB rein. Mhm. Das habe ich auch überhaupt nicht zweimal gesagt. Egal, passt schon. Gut, den PC können wir so lassen. Die Sache ist, wenn ich mein Konto anschaue, da kann ich nicht mehr als ein PC jetzt konfigurieren, weil... Naja, die anderen PCs werden auch unglaublich teuer sein und leider habe ich gerade nicht so viel mehr Geld. Okay, den hier unten kann ich noch konfigurieren, weil der nur 1000 als Budget hat. Aber sonst wird es echt knapp, weil dieser $6000 PC, die Komponenten dafür waren halt schon ziemlich teuer. So, den hier kann ich gerade noch machen. So, hallo, danke für das Upgrade. Das kam gerade recht und ist eine große Hilfe auf meinem Weg, für die ganze Menschheit eine bessere Zukunft zu erschaffen. Aber damit mir der Durchbruch wirklich gelingt, das wird mir jetzt klar, benötige ich einen noch größeren Partikelbeschleuniger. Der Collider Max 9850 wäre ein deutlicher Schritt nach vorn in Sachen Leistungsfähigkeit. Endlich hätte ich damit die Gelegenheit, das Raumzeitkontinuum zu durchdringen. Das muss man sich mal vorstellen. Es hieß, in unserer Generation könne das unmöglich gelingen. Was ich sagen will, mit der richtigen Kombination aus Partikelmaterie und einem sicher aufrechterhaltenen Feld könnte ich, naja, technische Einzelheiten sind im Augenblick wohl nicht so wichtig. Aber wenn ich mit meinem 9850 arbeiten möchte, brauche ich einen zweiten Computer für eine Parallelsteuerung. Könnten Sie mir etwas bauen, das mit dem aufgebohrten Rechner
aus dem letzten Auftrag vergleichbar ist, der hat einen Leistungswert von 4800 erreicht, wenn Sie sich erinnern. Mit zwei derartigen Rechnern wäre der Fortschritt der Wissenschaft quasi garantiert. Vielen Dank, Dr. Giovanna Schiera. Und dann wieder ein Zitat. Schaffen wir das 400 und 800 für 1000 Dollar? Haben müssen wir. Da muss ich jetzt aber erstmal rechnen. Ich werde da wahrscheinlich das günstigste Gehäuse nehmen. Sprich das da. Weil das an sich so nicht so viel kostet. Ich schau mal, wie viel das beiträgt. Ob das wirklich nur die 16 Dollar sind. E19. Ja, das ist dann aber trotzdem schon ziemlich heftig, das hinzubekommen. Wir werden einfach sehen, ob wir das schaffen. Und den PC müssen wir dann machen, nachdem wir diesen richtig fetten PC gebaut haben, beziehungsweise die zwei richtig fetten PCs. Das wird schon eine ganze Sache. So, mal schauen, ob wir den PC hier sogar bauen können, schon von dem Zeug, was wir da haben. Ich habe irgendwie meine Zweifel, dass ich einen 4800er Leistungswert hier in diesem PC schaffen werde. Ich nehme aber mal nur gebrauchte Komponenten. 4800 ist schon eine ganze Menge. Da würde ich sagen, setzen wir auf ein AMD-System. Und ich habe hier auch ein ARM4-Board, aber das ist... Habe ich denn auch irgendwas Gutes von Intel? Also was wirklich Gutes? Nee, nicht wirklich. Alles andere brauche ich für andere PCs, glaube ich, noch. Deswegen muss ich da wahrscheinlich... Wohl, das wäre doch diesen i7-6700K, aber... Wo habe ich den? Aus welchem PC habe ich den? Oder habe ich den für irgendwas bestellt? Bin mir da gerade echt unsicher. Ich werde jetzt einfach mal das Board nehmen und hoffe, dass das nicht zu teuer ist, weil das ist halt schon... Jetzt sind wir schon bei 106 Dollar und wir haben ja nur maximal 1000. Und obwohl er gebraucht ist, ist so ein Ryzen 5600 schon teuer. So, dann müssen wir auf eine günstigere Kühllösung setzen. Da nehme ich halt einfach einen von diesen. Obwohl das Teil halt auch schon ziemlich teuer ist gerade. Mist, ich glaube, ich habe kein gebrauchtes gutes Netzteil. Sind halt nur 450 Watt. Das hier sind 550. Das sind 600. Ich nehme sogar mal das hier, weil das günstiger zu sein scheint. Sekunde, war da so eine Blende dran? Nee, war nicht dran. So, was für RAM nehme ich denn? Oder würde ich sagen, setze ich auf was ganz Günstiges. Ich habe ja noch hier diese 2 4 GB Riegel. Obwohl, das ist nicht gut für die Leistung. Ja, stimmt, das kann ich vielleicht mit einem Intel-System machen, aber nicht mit einem AMD-System. Wisst ihr was, dann nehme ich einfach hier so ein 8 GB Riegel. Der ist zwar auch nicht so mega hoch getaktet, aber ganz ehrlich, was anderes kann ich mir wahrscheinlich für diesen PC echt nicht leisten. So, als Grafikkarte muss ich schon was Gutes nehmen, dann mache ich einfach mal die 1070 rein. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass ich damit gerade nur so 4000 Punkte erreiche und eben nicht 4800. Okay, ich habe hier noch 500 GB normalen Festplattenspeicher, dann dauert das zwar ewig, aber ich kann da jetzt keine teure SSD reintun. So, dann verkabeln wir das Ganze mal. Und schauen gleich auch, ob der PC wirklich so stark ist. Ich habe da irgendwie so ein bisschen meine Zweifel. So. Ich sollte vielleicht auch noch ein Betriebssystem installieren. Hab gehört, das soll Vorteile haben.
Aber dann haben wir wenigstens auch dieses billige Gehäuse endlich irgendwann mal los. Das hätten wir ja sowieso am Ende für keinen anderen PC genommen, weil es sieht einfach scheiße aus, um ehrlich zu sein. Und es ist halt auch, naja, sehr klein.